Mo und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß, was willst du nicht? Disney's kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. In Disney's kurzer Pause. Hi, Kata. Du siehst ja fertig aus. Vielen Dank auch. Ich habe total schlecht geschlafen und die ganze Zeit so einen Blödsinn geträumt. Oh, toll. Erzähl mir, was du geträumt hast. Ich habe gestern beim Friseur einen wissenschaftlichen Artikel gelesen. Dir ist doch aufgefallen, dass ich beim Friseur war, oder? Ehrlich gesagt, siehst du aus wie immer. Oh, perfekt. Wo waren wir stehen geblieben? Der wissenschaftliche Artikel. Welcher wissenschaftliche Artikel? Den du beim Friseur gelesen hast. Ich wusste gar nicht, dass du dich für wissenschaftliche Artikel interessierst. Tue ich eigentlich auch nicht. Ach so, der Artikel. Es ging darin um Traumdeutung. Ich bin jetzt absolute Expertin. Erzähl mir alles über deinen Traum. Okay, na gut. Also, ich saß an einem Tisch in einem total schicken Restaurant mit einer Riesenkarotte. Und die Karotte sah irgendwie ganz zerzaust aus. Und dann wollte sie mich küssen und ich bin schreiend aufgewacht. Unmöglich. Ja, Wahnsinn, eine Karotte, die mich küssen will. Nein, ich dachte eher, du in einem schicken Restaurant. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen wissenschaftlichen Artikel gelesen und auch noch verstanden hast. Das siehst du ganz falsch. Ich weiß genau, was dein Traum bedeutet. Aha. Die Karotte steht als Symbol für einen Jungen, der in dich verliebt ist. Und du wünschst dir heimlich, dass er dich küsst, weil du unbewusst auch in ihn verliebt bist. Echt? Und wer ist diese zerzauste Karotte, die mich so sehr liebt und in die ich verliebt bin? Hey Mädels, hat eine von euch vielleicht mal einen Kamm? Ich weiß nicht, ich war heute in der Früh ein bisschen spät dran, weil ich noch zum Bäcker musste. Da hast du deine zerzauste Karotte. Du Tonne, sag mal, würdest du heute Abend vielleicht mit mir essen gehen? Mo, ich mach mir Riesensorgen. Kein Wunder bei der Brille. Hey, nein. Ich bin heute Abend verabredet. Mit Tonne. Mit Tonne? Im Ernst? Ja, warum denn nicht? Jedenfalls weiß ich nicht, was ich machen soll. Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Ich hatte doch noch nie ein Date. Mit Tonne? Wahrscheinlich schleppt er dich zum Burgeressen mit irgendwo, was Superportionen im Angebot gibt. Zum Burgeressen? Das ist ja schrecklich. Da weiß ich gar nicht, was ich anziehen soll. Jedenfalls nicht das Kleid. Das sieht ja aus, als wäre es von deiner Mutter. Das ist nicht von meiner Mutter. Das ist ein Erbstück von meiner Oma. Ja. Und zieh trotzdem was anderes an. Irgendwas Cooles und hübsch dich vorher ein bisschen an. Wie meinst du das anhübschen? Bin ich denn so nicht hübsch genug? Doch schon, ich meinte nur, vielleicht machst du ein bisschen was mit dem Outfit und den Haaren und so. Ich hab's gewusst, es wird eine Katastrophe. Wir werden vor unseren Riesenburgern mit einer extra Portion Pommes sitzen. Tonne wird mich ganz schrecklich finden. Nein, Kata, das war doch gar nicht so gemeint. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Das wird bestimmt ganz lustig heute Abend. Du hast ja recht, ich muss mich einfach ein bisschen anhübschen. Vielen Dank für deine Tipps und wir werden bestimmt viel Spaß haben. Sie muss doch wissen, dass man mich sowas nicht fragen darf. Hey Julia, ich mache mir echt Riesensorgen. Kein Wunder bei den Haaren. Ach, wenn es nur die Haare wären, aber ich hatte doch noch nie in meinem Leben ein Date. Kannst du mir nicht irgendetwas raten? Ja klar, frag mich. Ich habe schließlich immer ein offenes Ohr für... Oh nein, ist das etwas blöd? Julia, jetzt geht's ausnahmsweise mal nicht um dich. Also, wo soll ich mit Kata hingehen? Meinst du, sie steht auf Burger? Dann gehe ich mit ihr zum Riesenburger essen. Die haben da so eine All-You-Can-Eat-Aktion. Oh, ganz falsch. Ich gebe dir die Adresse von einem noblen Laden. Da reservierst du einen Tisch am besten sofort. Ist das so eins von den Restaurants, wo es nur ganz winzige Portionen gibt und sie einen ganz komisch anschauen, wenn man Ketchup bestellt? Genau so eins. Und dann brauchst du noch Blumen, aber einen ganz dezenten Strauß. Und du musst deinen Anzug tragen. Kannst du dir das alles merken? Ich weiß nicht. Ich kann es versuchen. Was noch? Beim Reingehen geht der Mann vor und beim Rausgehen die Frau. Wiederholen. Ich gehe zuerst rein, sie geht zuerst raus. Das ist super. Und denk dran, man sagt nicht guten Appetit. Das ist unhöflich, weil man den anderen dazu zwingt, mit vollem Mund zu sprechen. Also wart einfach ab, bis sie anfängt zu essen. Kannst du das? Wird schwer, aber ich versuch's auf jeden Fall. Vielen Dank. Du bist echt die Beste, wenn es darum geht, wie man sich gut benimmt. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Also, in manchen Ländern gehört das zum guten Ton, dass man nach dem Essen rülpst. Das bedeutet dann, dass das Essen gut geschmeckt hat. Wow, prima, da muss ich hin. Das kann ich nämlich besonders gut. Sag mal, findest du, dass ich mich falsch angezogen habe? Naja, so schick wie mein Anzug ist es nicht. Dachtest du, wir gehen ein paar Burger essen? Was? Nein, natürlich nicht. Wie findest du die Blumen? Ich habe extra etwas Schlichtes gekauft. Die sind echt klasse, aber ich schieb dir zwei zur Seite, damit wir uns sehen können. Hatschu!
Gesundheit. Hast du dich erkältet? Naja, ich stand ja schließlich eine halbe Stunde draußen in der Kälte vom Restaurant rum. Ich hatte halt einfach vergessen, wer zuerst reingeht. Du oder ich? Mhm. Schon okay. Dann lass uns doch jetzt mal was bestellen, oder? Klar. Bedienung! Finde ich ja toll, dass die hier so auf deine Sonderwünsche eingehen. Naja, ich weiß ja nicht. Das kann ja kein guter Laden sein, wenn die nicht mal Pizza auf der Karte haben und man die extra bestellen muss. Ist sie denn wenigstens gut? Deine Pizza mit Zwiebeln, Knoblauch, Salami, Schinken, Artischocken und Sardellen? Du hast die Muscheln vergessen. Oh, Entschuldigung. Willst du mir eigentlich nicht guten Appetit wünschen? Nein, da muss ich ja zusehen, wie du mit vollem Mund sprichst. Oh, ich habe anscheinend gar keine Manieren. Mach nichts, ich komm damit klar. Das ist aber sehr rücksichtsvoll von dir. Sag mal, warum wolltest du eigentlich mit mir essen gehen? Naja, also, ich hatte diesen Traum. Von dir, von uns. Du hast von mir geträumt? Was denn? Dass wir uns geküsst haben. Hey! Was denn? Das heißt doch nur, dass es mir gut geschmeckt hat. Der da gar keine Ahnung von Anstand. Oh Mann, du siehst ja heute wieder echt mies aus. Danke, ich weiß. War's nicht gut gestern Abend mit Tonne? Weißt du was, Julia? Ich hab schon wieder geträumt. Was? Du hast schon wieder geträumt, dass Tiana Carlotti küsst? Habt ihr euch denn gestern nicht geküsst? Damit stellst du sicher unbewusst immer noch, dass ihr euch küsst. Sagt das die Traumdeutungsexpertin Julia? Ja, ich bin echt gut, oder? Weißt du was? Ich glaube, deine Interpretation war gestern doch noch ein bisschen oberflächlich, wenn ich ehrlich sein soll. Deshalb habe ich noch mal lange und intensiv über alles nachgedacht und es erst nach ein paar Stunden geschafft, diesen doch sehr komplexen Traum zu deuten. Ach ja? Und was bedeutet dein Traum deiner Meinung nach? Ich soll mehr Karotten essen. Auch Hacke? Ich gebe dir die Adresse von einem Nobel im Laden. Da reservierst du einfach. Ist das so eins von den Restaurants, wo es nur ganz winzige Portionen gibt und sie einen ganz komisch angucken? Mann. Oh, perfekt. Kleiner Mann, oder? Im Portionen im Angebot gibt.